Ich bin bereit. Es sind nur drei einfache Worte. Hinter ihnen jedoch stehen viele Jahre der Ausbildung, aber auch des inneren Klarwerdens. Insgesamt 7-mal erklärten die Kandidaten André Harder, Tobias Seyfried und Simon Fleischmann bei ihrem Weihegottesdienst in der Basilika St. Ulrich und Afra ihre Bereitschaft zum Dienst des Diakons. Für ihren Weg wünschte ihnen Bischof Konrad Starsa vor allem den Mut, stets glaubwürdige Verkünder sein zu können. Bertolt Brecht hat wohl mal so ein Gedicht geschrieben und das bestätigen auch die Mediziner. Ein böses, anstrengendes, ein verkniffenes Gesicht braucht viel mehr Muskeln als ein fröhliches, lockeres. Und ich glaube, die Diener der Kirche, die Diakone, die sind ja gerade in ganz besonderer Weise, ich erinnere mich an meine Diakonenzeit, Freudenboten. Die haben mit den kleinen Kindern, mit den Kindern zu tun und mit den alten Leuten. Und da ist man immer der Bote des Evangeliums. Als Zeichen, dass sich die Weihekandidaten nun ganz in die Hände Gottes begeben, folgte die sogenannte Niederwerfung. Erst durch Handauflegung und Gebet weihte Bischof Konrad Starsa die drei jungen Männer schließlich zu Diakonen. Dies war wohl der bewegendste Moment des Gottesdienstes. In der Basilika herrschte absolute Stille. Vorher war ich sehr angespannt und dann, wie es auf die Weihe zugegangen ist, da bin ich dann auch immer ruhiger geworden und war zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz ruhig. Auch wo wir uns hingelegt haben, auf dem Teppich, das war was, was mich auch beruhigt hat. Es ist Aufregung und es ist also wahnsinnige Freude dabei und irgendwann dringt es dann auch außen. Also sobald das Weihgebet irgendwie dem Ende sich genähert hat, war es einfach nur noch Freude und es war grandios. Und dann die Handauflegung durch den Bischof vom Heiligen Geist, das war so der Gipfelmoment und das war wirklich ein tiefer Gnadenstrom, den ich da spüren durfte. Als äußeres Zeichen erhielten die Neugeweihten schließlich Stola, Dalmatik und Evangeliar überreicht. Mit der Umarmung des Bischofs und der Priester wurde die Aufnahme in das neue Amt des Diakons endgültig besiegelt. Es ist ein sehr bedeutsamer Schritt. In dem Zusammenhang haben die Diakone versprochen, ehelos zu leben. Die Weihe zum Diakon prägt das Merkmal des Geweihten ein. Und von daher ist es ein Schritt, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Ein Schritt, der sehr gut überlegt ist. Und wenn die Überlegung erst zu Ende gekommen ist, die Weihe empfangen, ist ein sehr früher Schritt. Diener, Helfer, das ist die Übersetzung von Diakon. Und so ist es auch weiterhin Aufgabe der drei jungen Männer, die Pfarrer ihrer Gemeinde tatkräftig zu unterstützen. Das Ziel, die Priesterweihe im nächsten Jahr, haben sie dabei fest im Blick.